Hey, ich bin Partykeks, freut mich, dass ihr eingeschaltet habt und nach längerer Zeit gibt es endlich mal wieder was Selbstgebautes von mir. Ja, fangen wir mal mit den technischen Daten an, wie wir das immer so machen. Zwar geht es um die PK-19. Das ist ein kleiner Jäger, der orientiert an der MiG-15 ist. Alle Links sind wie immer unten in der Beschreibung. Antriebsart ist auch Hydrogen. Das mache ich ja eigentlich immer so. Wir haben zwei große Hydrogentriebwerke, die für Schub und fürs Abbremsen sorgen. Und 25 kleine Hydrogentriebwerke, die halt eben in alle Richtungen verteilt sind. Angetrieben wird das Ganze mit einem Hydrogenmotor. Ich habe also kein, wie heißt das, ich habe kein Reaktor verbaut, so rum, genau. Weil ich von den Hydrogenmotoren echt überzeugt bin und es einfach passt, weil so muss ich das ganze Flugzeug nur mit Eis befeuern. Wir haben zwei Sauerstoffgeneratoren, die für ausreichend Hydrogen sorgen. Zur Bewaffnung haben wir 6 Gatling-Kanonen verbaut an den Flügeln, die zeige ich dann noch. Als kleine Extras haben wir einen Erdsensor, eine Antenne und 4 kleine Frachtcontainer. So, dann würde ich sagen, ja, schauen wir uns das Ganze erstmal so im Ganzen an. Wie gesagt, ich habe mich von der Form her an der MiG inspiriert, die MiG 15. Das werden wir mal anschmeißen, dann sieht das viel geiler aus. Genau. Möglichst versucht rund zu bauen und da haben wir auch die Gatlings, 3 auf jeder Seite. Und hier den Zugriff zu den Frachtcontainern. Die Seitentriebwerke habe ich natürlich wunderbar unter den Flügeln versteckt, dass die praktisch auch einen Nutzen haben. Und hier haben wir die andere Seite. Genau. Testflug machen wir dann so oder so. Ich habe das jetzt noch einmal durchgesägt. Ich habe versucht, wie immer eigentlich beide Seiten zu teilen. Das hat überhaupt nicht funktioniert, weil das ist irgendwie so nah aneinander gebaut. Aber es reicht, glaube ich, wenn man eine Seite sieht, da hat man auch alle Einblicke. Und sehr gut. Ja, und der Triebwerksschaden ist an für alle, die jetzt denken, huch, da sind aber nur 2 Blöcke frei, das geht sich aus, es funktioniert. So viel dazu. Ich habe es getestet. Ja, so schaut das Ganze von innen aus. Da kann man gut hintergucken. Genau, wir haben eigentlich da noch ein Gyro. Ich glaube, ja, es sind insgesamt, glaube ich, sogar nur 3 Gyroskope. Das habe ich nämlich jetzt ausnahmsweise nicht aufgeschrieben. Und da oben gleich aneinander gekoppelt den Engine, der übrigens voll das geile Geräusch macht. Das klingt voll gut. Und hier vorne halt. Und ansonsten, ja, gibt's gar nicht mehr so viel zu zeigen. Ich habe versucht, ihn, wie gesagt, möglichst gut aussehen zu lassen und billig produzierbar. Halt zum Beispiel als Startjäger für Erkundungen oder dann wahrscheinlich eh mehr fürs Weltall geeignet, wegen dem Hydro. Er ist auch wieder flugfähig auf allen Planeten. Das habe ich ausgetestet. Sieht man ja jetzt auch ganz gut hier auf dem Mars. Wobei ich sagen muss, auf der Erde habe ich das Gefühl gehabt, hat er sich besser geflogen. Natürlich mit 6 Gatling Guns. Ist er relativ stark bewaffnet, würde ich sagen, für einen leichten Jäger. Nur, ja, hier kommt er mir jetzt echt ein bisschen langsam vor. Weiß nicht, woran das liegt. Auf der Erde ist das Ding so gut geflogen. Ja. Ich habe ihn auch irgendwann, ich habe es zwischendurch nochmal probiert, habe ich ihn eingefügt, dann hat er wieder nicht so gut funktioniert. Und dann ging es doch nochmal wieder. Ich verstehe nicht irgendwie. Vielleicht liegt das daran, dass das hier eine alte Welt ist. Dass der nicht so gut
dass das irgendwie mit den Blueprints nicht funktioniert jetzt nach dem Update. In meiner alten Welt wohlgemerkt. Ja, der geht runter wie ein Stein. Nein, aber mit 6 Gatling ganz echt mehr als gut bewaffnet. Ja, genau. Vorführeffekt. Das habe ich jetzt echt richtig verkackt. Na gut, er ist wenigstens nicht kaputt. Nicht so kaputt, sagen wir es mal so. Der Auftrieb ist brutal und eigentlich sollte der Antrieb und das Abbremsen auch ganz gut funktionieren. Also vom Handling her funktioniert das eigentlich ganz gut. Jetzt wo das unten ab ist, fliegt er eh besser, komischerweise. Vom Gewicht habe ich ihn auch sehr weit unten gehalten. Das war nämlich auch irgendwie mal ein Anliegen. Jetzt haben wir hier noch Bohrer und Testobjekte halt. Ja, ich mag das einfach vorne mit dem Runden. Das finde ich schon bei der Mix so cool. Da fliegen wir mal nicht hin. Ja, jetzt tut er sich auch wieder leichter. Also wie gesagt, auf allen Planeten fähig. Ich glaube, es ist aber mehr ein Flieger fürs All. Also ein Jäger fürs All. Und ich werde sicher noch ein bisschen an dem rumfriemeln. Mir gefallen die Flügel nämlich irgendwie nicht so ganz. Aber das war das Beste, so wie ich es hingekriegt habe. Weiß nicht, vielleicht werde ich sie doch noch irgendwie ein bisschen spitzer machen, aber so viel dazu. Huch. Jetzt bleiben wir aber mal stehen. Diese Vorführeffekte jedes Mal. Da mache ich schon ein Space Engineers Video. Nein, ist mir ein Anliegen. Ich arbeite gerade auch noch an etwas Großem, was ich weiterentwickle, wo es schon mal was gab. Da bin ich gerade noch in der Findungsphase. Also es werden in Zukunft wahrscheinlich mehr größere Objekte kommen. Also sicher, die kleinen werde ich auch nicht vernachlässigen. Auch da stehen noch ein paar auf der Liste. Aber jetzt in naher Zukunft eben größere. Und vielleicht mache ich dann sogar 2 Videos draus. Aber das eher alles ungezwungen, muss ich jetzt sagen. Also ich werde das nicht regelmäßig machen. Ich werde sicher nebenbei immer, ich liebe das Geräusch, immer dran arbeiten an neuen Objekten, weil es mir ja auch Spaß macht, so ist es nicht, aber es ist einfach ein unglaublicher Zeitdruck und Stress, also wie ich das vorher gemacht habe, da jede Woche was präsentieren, das geht nebenbei nicht. Ich will ja andere Sachen oder andere Projekte auch noch angehen, unter anderem auch Space Engineers, das habe ich eh schon gesagt, und deswegen hoffe ich, dass ihr mir da ein bisschen verzeiht, wenn das nicht allzu regelmäßig neue Workshop-Objekte da hochgeladen werden. Aber die MIG stelle ich euch dann rein. Die findet ihr dann wie immer bei mir in meinem Workshop drin. Link steht eh unten. Und ja, ich würde sagen, fürs erste Mal seit längerer Zeit Space Engineers hat es doch ganz gut funktioniert, bis auf die Vorführeffekte. Und wenn ihr Wünsche, Anregungen, Kritik habt, schreibt es mir in die Kommentare, freue ich mich immer drüber, wenn da irgendwelche Rückmeldungen kommt oder bei Steam unter das Workshop-Objekt natürlich auch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in Bälde wieder hier bei Space Engineers. Das kann ich schon mal versprechen. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und würde ich sagen, ich bin raus. Ciao.